Ich baue heute in Minecraft ein Autohaus nur für Millionäre. Man kann nämlich in dieses Autohaus nur reingehen, wenn man mindestens 1 Million $ hat. Und dann machen wir ein krasses Auto-Lucky-Block-Battle gegen Ente. Wir haben richtig großes Problem. Und zwar, ihr habt ja mitbekommen, wir haben extrem viele Auto-Lucky-Blöcke geöffnet und haben so viele neue Autos bekommen. Ich habe mittlerweile 2 Lamborghini Aventador SVJ. Guck mal bitte, wie krank diese beiden vor mein Autohaus aussehen. Und dann haben wir natürlich auch... Leute, habe ich irgendwas gehört? Hallo, guten Tag. Yo, Leute, ich wollte euch eigentlich gerade das Auto auszeigen, aber wenn jetzt hier gerade ein Millionär ist, dann müssen wir uns ja natürlich erstmal um den Millionär kümmern. Autos hier. Na, SVJ? Ja? SVJ, der ist sehr, sehr teuer, Freunde. So ein SVJ kostet nämlich 600.000 bis 700.000 Euro. Das ist einfach geisteskrank, dieses Auto. Sogar lila, schöne Farbe. Kommen Sie gerne rein, Herr Millionär. Ich habe natürlich noch mehrere Autos, und zwar Rainbow. Also, hier stinkt es ein bisschen nach Motoröl und... Hä? Alten Socken. Was? Hier ist ein McLaren? Was ist mit Scherentüren? Das sind nämlich keine Flügeltüren, sondern... das sind Flügeltüren. Und das hier, warte Leute, ich zeige euch das einmal. Das sind, glaube ich, Scherentüren oder so. Aber ich weiß auch nicht. Jedenfalls gucken Sie das an. Das ist ein McLaren. Was reden Sie da? Sagen Sie mal, schämen Sie sich hier nicht, dass Sie hier in so einem Etablissement so hübsche Autos aufstellen? Das haben die nicht verdient. Hä? Das Autohaus ist hier aus Rainbow und so und... Ja, okay, hier oben ist zwar noch normales Stein, aber... Bisschen aus Rainbow, aber hier sieht alles aus. Da hinten ist noch eine Werkstatt und da haben Sie den Ferrari genau neben dem Öl gelagert. Ich glaube, ich habe aktuell ein kleines Unterbringungsproblem. Ich habe einfach zu viele Autos, Herr Millionär. Es tut mir wirklich leid, aber den Ferrari, wenn Sie den mal Probe fahren wollen, können Sie das gerne machen. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Auto. Ich glaube, in dem Etablissement werde ich hier gar nichts Probe fahren. Das ist mir alles hier viel zu schmutzig und zu dreckig hier. Ich brauche etwas Gehobenes. Was? Bitte kaufen Sie ein Auto hier. Wir haben noch alles, wir haben noch nur... Krasse Autos haben Sie hier. Eigentlich an? Sie verkaufen Supersportwagen und haben einen Trainingsanzug von Adidas an. Ich bin ja der Autoverkäufer hier. Sie haben ja nicht mal eine gescheite Uhr an. Was sind Sie eigentlich für ein Mann? Gucken Sie mal hier, ich habe einen Ferrari, Boom. Und rasiert sind Sie auch nicht. Das tut mir leid. Wollen Sie also kein Auto kaufen, oder was? Nein, hier würde ich in dieser Spelunke nicht mal irgendwas kaufen. Tschüss. Leute, der sagt einfach zu meinem Autohaus, raus hier, was soll das denn? Nicht handgreiflich werden. Ja, sie spucken, sie spucken nicht in meinem Autohaus, sag ich Ihnen ganz ehrlich, weg hier. Schönen Tag doch. Schmalspur-Millionär, du Wochenend-Millionär. Ey, Leute, der hat einfach zu unserem Autohaus Spielunke gesagt, also dass das hier richtig dreckig ist und so, obwohl das Autohaus, guck mal bitte, was wir für krasse Autos haben, McLaren, Rainbow-Autos, dann einen richtig krassen Bentley, sogar einen Ferrari haben wir. Hier haben wir auch noch den Ferrari SUV, einen Bentley Continental GT und das Ding ist Porsche, alles. Wir haben ja alles hier. Guckt euch diese krasse Sportwagen hier alle an, Freunde. Bugatti, Hennessy. Das Ding ist, wir haben ein kleines Lagerproblem und zwar, ich habe viele zu viele Autos und ihr habt ja auch gerade gesehen, bei den Millionären kommt das anscheinend nicht gut an, wenn jetzt zum Beispiel so eine billigen Autos mit so teuren Autos irgendwie vermischt ist. Deswegen hätte ich eigentlich eine gute Idee. Überlegt mal, wir bauen einfach hier so ein normales Autohaus, oder das ist ja eigentlich unser normales Stani Performance, auch für normale Autos. Und hier drüben bauen wir aus den teuersten Materialien, die es in Minecraft gibt, ein Autohaus nur für Millionäre. Wie krank wäre das denn bitte? Und wisst ihr was? Ich glaube, das werden wir heute machen. Ey, ich werde jetzt direkt, wir werden uns erstmal hier in unseren SVJ reinsetzen, dann werde ich direkt zum Bauamt fahren, Freunde. Werd da einen richtig krassen, teuren Auftrag geben, werd da mein ganzes Geld ausgeben und werd ein Autohaus nur für Millionäre bauen, wo auch wirklich dann nur Leute reinkommen können, die mindestens 1 Million $ in Minecraft besitzen. Ey, das wird, glaube ich, zu heftig werden. Die werden wahrscheinlich so richtig überrascht sein und so. Ich habe da schon eine geile Idee. Okay, wir müssen jetzt erstmal gucken, ob die uns ein krasses Autohaus bauen müssen, weil es muss 1000-mal besser aussehen als das jetzige Autohaus. So, Herr Bauarbeiter, ich bin... Was kann ich für Sie tun? Ja, Stani Performance, ich würde gerne ein Stack Spektritblöcke investieren.
investieren. Ja, investieren, oh, das hört sich immer gut an. Was ich würde gerne ein krasses Luxus-Autohaus neben mein Autohaus bauen. Kommen Sie gerne mal mit hier, auch mit Ihren dreckigen Klamotten können Sie gerne in meinem SVJ einstellen. Oh, sehr schön hier. Ich möchte ein Autohaus bauen für Millionäre. Ja, und das soll... Genau, das soll aus den teuersten Materialien, die es hier in Minecraft gibt, bestehen. Es ist egal, wie teuer, ich will's haben. Okay, sehr schön. Dann geben Sie mir mal das Geld und wir können gleich wieder Baum beginnen. So, Leute, ich werde Ihnen mal hier das Geld geben. Zack, zack, zack. Ist natürlich eine krasse, teure Investition, aber... Ich prüfe das Geld mal kurz, ob das echt ist. So, das ich beiß mal da rein. Hier, da. Das ist echt. Das ist ja wirklich echte Spektrit. Ja, natürlich sind das echte Spektritblöcke. Der ich dachte erst, dass du ein Betrüger bist da. Nee, ich hatte viel Glück mit Lucky Blocks. Ich hab mal ein Pickup bei dir gekauft, du. Der Ding ist mir nach 2 Tagen hier kaputt gegangen. Pickups, so eine billigen Autos bieten wir nicht mehr an. Ich entschuldige Sie, da müssen Sie mich verwechseln. Solch günstige Fahrzeuge gibt es bei Stani Performance nicht mehr. Bitte stellen Sie das Autohaus fertig. Sie haben das nötige Kleingeld dafür bekommen. Ich hol meine Jungs ran und dann legen wir gleich sehr gut, Leute. Das Autohaus wird gebaut. Jetzt müssen wir einfach nur noch warten, bis es fertig ist. Und wenn es fertig ist, Leute, dann können wir uns natürlich erstmal die richtigen Autos aussuchen, die wir da am besten reinstellen. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich will auf jeden Fall nur super, super Sportwagen da anbieten, weil es soll natürlich auch nichts Schmalspurmäßiges sein. Zum Beispiel der Bugatti wird auf jeden Fall reinkommen, Alter. Das wird halt richtig heftig. Okay, wir müssen jetzt kurz noch ein bisschen hier paar Sachen fürs Unternehmen machen und dann hoffe ich, dass das Autohaus gleich fertig ist. So, Leute, wir haben jetzt hier den ganzen Kram gemacht. Ich hoffe, das Autohaus ist mal langsam fertig hier. Wir haben jetzt wirklich sehr, sehr... Oh mein Gott, Leute. Was ist das denn? Junge, das ist ja krasser, als ich gedacht habe. Da sind einfach Rainbow-Fenster drin. Und es ist aus komplett purem Gold gebaut. Hallo, Sir? Ja, was gibt's? Kann ich mir das Autohaus mal angucken? Ja klar, das ist das, was ihr wollt, oder? Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus, muss ich Ihnen sagen. Oh mein Gott. Nehmen Sie sich eine Zusatzkarte aus der Truhe raus, da. Aber kann hier jeder an diese Truhe ran, oder wie sieht's aus? Na, kannst du nur drauf zugreifen, wenn du Millionär bist. Ich bin auch Millionär, ich bin Bauunternehmer, ich bin reich. Also wie, man kann... Was? Man kann auf diese Truhe nur zugreifen, wenn man Millionär ist. Nur wenn du 1 Mille auf Konto oder sowas, dann kannst du da zugreifen. Okay, Leute, wir haben auch 1 Million und wir sind ja auch Luxusautohändler, deswegen kann ich da auch drauf zugreifen. Und jetzt müssen wir die Karte... Kommen Sie mit rein, hier, gucken Sie rein. Nur, das ist hier gesichert mit... Oh mein Gott, Leute, wie krass ist das denn? Guckt euch mal an, wie heftig das aussieht. Hier ist alles aus Gold. Der Boden ist aus Diamant. Hier sind so richtig, wo wir die Autos hinstellen können. So eine Podeste. Und hier können wir unsere 6 besten Autos präsentieren. Nein, das gibt's doch gar nicht. Also das ist auf jeden Fall also mehr als zufriedenstellend. Vielen, vielen Dank, Herr Bauunternehmer, für dieses krasse neue Autohaus. Ich danke Ihnen, ich gehe dann. Okay, tschüssi. Ey, Leute, das ist wirklich sehr, sehr krass. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt auch mal rüber. Und guck mal, hier auch das mit dem Tresor, dass wir den einfach so zumachen können. Also es ist auch sehr, sehr gut abgesichert, das Autohaus. Und wir werden natürlich die besten Autos nehmen und ins Autohaus stellen. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, was überhaupt die besten Autos sind, die wir haben. Also ich würde auf jeden Fall sagen, der SVJ hier, Leute, der goldene SVJ, das ist ja einer meiner teuersten Autos überhaupt, der muss auf jeden Fall rein. Denn, finde ich, muss auf jeden Fall der McLaren rein. Das ist auch ein sehr, sehr krasses Auto. Dann gar keine Frage, meiner Meinung nach, der Ferrari muss natürlich auch rein. Da haben wir schon mal sehr, sehr krasse Autos. Also sehr krasse Sportwagen. 3 ultra krasse Sportwagen. Denn, Freunde, das ist ein Hennessy. Das ist auch ein übelst krasser Sportwagen. Guckt euch mal an hier, wie der aussieht. Junge, der sieht auch so heftig aus. Den werde ich auf jeden Fall auch nehmen. Werden wir einmal hier abbauen. So, warte mal. Geht das hier? Okay, wo können wir den abbauen? Okay, wir haben ihn abgebaut, Leute. Den hier. Und dann werden wir noch unseren Bugatti natürlich logischerweise nehmen. Und zu guter Letzt würde ich sogar sagen,
dass wir noch hier für, ich sag mal, den Wochenendausflug den Ferrari nehmen, Leute. Nämlich den Ferrari SUV. Und damit haben wir auch schon 6 ultrakranke Autos. Überlegt mal, wie viele Autos wir hier immer noch haben, ne? Also das Autohaus ist trotzdem noch richtig full. Aber wir haben jetzt sehr, sehr heftige Autos, die wir jetzt hier hinstellen können. So, ich gehe mal hier rein. Und hier vorne müssen wir natürlich direkt mit richtig krassen Auto anfangen. Und das richtig krasse Auto ist unserer Lamborghini SVJ. Okay, warte mal, ich werde die mal ein bisschen anders hin platzieren. Weil die müssen hier auf jeden Fall auch perfekt drauf stehen. Und so, boah, ey, überleg mal, du kommst hier rein. Und das Erste, was du siehst, ist dieser Lamborghini SVJ mit seinen Türen auf. Wow, Alter, Leute, das sieht schon sehr, sehr heftig meiner Meinung nach aus. Okay, das nächste Auto hier drüben gegenüber von den Lamborghini finde ich sehr, sehr passend. Natürlich den, okay, der war ein bisschen falsch platziert, warte mal. Den Ferrari. Okay, da müssen wir den nochmal ein bisschen ordentlicher hinstellen. So, Leute, der Ferrari steht jetzt hier schon. Boah, Junge, wie krank das aussieht hier. Und Leute, ich habe hier gerade irgendjemanden rumrennen sehen. Warte mal kurz. Da klopft es, Leute, da klopft es. Hallo? Freunde, ich bin der Manfred, da. Da, ich würde gerne reingehen, da in dein Haus, da. Wie ist denn Ihr Name? Ich bin der reiche Manfred, ich habe mein Geld mit Gold gemacht. Ich bin der Goldhändler aus der Stadt, Leute, da. Also das weiß Lass ich nicht. Rein. Ja, also, wenn Sie wirklich... Leute, das sieht mir ein bisschen aus wie ein Poser. Ich glaube nicht, dass dieser Typ Millionär ist. Da vorne ist eine Kiste. Gucken Sie mal. Hier vom Auto aus ist eine Kiste. Und wenn Sie Millionär sind, können Sie an diese Kiste rangehen und können... Ich kann die Kiste nicht anklicken, da. Das geht nicht. Das ist kaputt. Das geht nicht, ja, dann glaube ich... Nee, das geht nicht. Wir kann ja nicht... Nein, sag mal, lass mich rein, will ein Auto... Nein, Sie sind kein Millionär. Sie sind dann ein Fake-Millionär. Und da werde ich jetzt hier auch die Tür zumachen. Was soll das? Lass mich nein. Nein, bitte verschwinde. Du wirst sehen, was du da verhorst. Du bist ein Poser, Alter. Du hast nicht mal eine Million auf Konto, du Schmalspur. Seh zu, dass du Land gewinnst, Junge. Ciao. Tschüssi. Alter, Leute, das ist voll geil. Guck mal, da haben wir direkt den ersten Poser herausgefunden. So, 2 Autos stehen schon. Dann würde ich sagen, machen wir hier weiter oder machen wir hier drüben am besten weiter, Leute, mit dem McLaren. Den wir hier natürlich auch perfekt drauf platzieren werden. Boah, das sieht so heftig aus, Leute. Unnormal crazy. Dann würde ich hier mit dem Bugatti sogar weitermachen. Boah, Leute, der Bugatti sieht auch so heftig aus. Ich würde noch ein bisschen, oh, nicht zu doll zurückfahren, Leute. Ein bisschen vor wieder fahren. So, dass der auch wirklich perfekt draufsteht. Boom, hier nochmal die Tür zu. Der Bugatti steht auch dran. Dann kommt hier der Hennessy rauf. Boah, Leute, das ist auch so ein krasses Auto hier. So, den werden wir auch einmal wieder richtig rauffahren. So. Boah, der sieht auch so geil aus. Ich muss echt vorsichtig sein, wie wir die Autos hier bewegen. Nicht, dass wir hier gegen die Wand fahren und die Autos irgendwie explodieren. Alter, ist das heftig, Leute. Das sieht so crazy aus. Und hier hinten kommt so eigentlich das schlechteste Auto von allen. Was natürlich auch Quatsch ist, weil das ist eigentlich schon ein sehr, sehr krasses Auto. Und zwar unserer Ferrari SUV mit den Suicide Doors. Wartet mal, müssen wir einmal aufmachen hier. Nee, Kofferraum nicht. So, zack, haben wir aufgemacht. Und das sieht auch sehr, sehr einladend aus. Und ich würde mal sagen, Leute, was sagt ihr hier zu unserem neuen Millionärs-Autohaus? Also, wer sich hier als Millionär nicht wohlfühlt, das weiß ich auch nicht. Leute, guck mal, wer da kommt. Guck mal, Firmenchef, Leute. Das ist ein Firmenchef. Also da, warte mal, wir gehen mal raus, Leute. Wir gehen mal raus schon einmal. Zack, hier die Karte. Ja, schönen guten Tag, Herr Firmenchef beim Millionärsautohaus. Hallo, Millionärsautohaus. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne exklusive Autos kaufen. Ja, dann nehmen Sie sich gerne eine Millionärskarte raus. Ja, kein Problem, wie soll ich meine Karte rausnehmen? Oha, Leute. Junge, der Typ ist wirklich Millionär. Und dann treten Sie einmal bitte gerne ein. So. Und zwar, das ist hier unser neu eröffnetes Exklusivautohaus. Ferrari, ja. Ich sehe Ferrari. Ferrari, Lamborghini. Ja. Für was interessieren Sie sich denn so, der Herr? McLaren, oh, der sieht interessant aus. Ja. Schön sportlich fürs Wochenende, wenn ich meine Frau ausführe. Ja, fürs Wochenende ein sehr
super Auto und auch sehr, sehr günstig, muss ich sagen, hier bei uns im Autohaus. Hennessy? Oh, exklusiv hier. Ja, das ist exklusiv limitiert. Von 1 bis 10 gibt es den. Also den gibt es nur 10 Mal limitiert. Hier in der Stani Performance Sonder Edition. Also, oh, sehr schön, wunderbar. Hier ist. Kann ich mich reinsetzen? Ja, natürlich. Wir können auch gerne mal eine Probefahrt machen, wenn Sie wollen. Ja, das wäre wunderbar. Können wir da eine Probefahrt machen? Ja, natürlich. Dann müsst ihr einmal kurz einmal aussteigen. Dann würde ich das Auto abbauen. Dann würden wir mal hier eine Probefahrt machen. Ey, Leute, vielleicht können wir sogar schon das erste Auto verkaufen. Das wäre natürlich direkt krass. Können Sie mal kurz Ihre Millionärskarte hier ranmachen? Natürlich. Okay, Leute, der ist wirklich Millionär. Ich dachte, vielleicht faked er. Ich muss hier mir noch eine neue Karte holen. Ich nehme direkt mal 15 Karten raus. Und dann würde ich mal sagen, können Sie natürlich fahren, der Herr. So. Okay, ich steig ein. Sitze. Und dann machen Sie doch mal eine kleine Probefahrt mit unserem Hennessy. Okay. Geben Sie doch mal Vollgummi. Oh. Ja, aber vorsichtig, das Auto ist sehr... Gutes Tempo. Das Auto ist sehr schnell, Leute. Guckt euch an. Traumhaftes Fahrgefühl. Wie schnell das Auto ist, das ist wirklich geisteskrank. Also, wunderbare Haptik. Ja, Haptik ist wunderbar. Tolles Beingefühl beim Pedale treten hier und der Drift auch sehr gut. Ja, ja, ja. Drift top, alles top hier bei dem Auto. Schönes Drehmoment. Jetzt reden wir mal über Zahlen. Was soll das Ding hier kosten? Dieses Auto, da es limitiert ist, kostet nur einen Stack Spektralblöcke, der hier. Ein Schnäppchen, das ist ja meine Sonntagsausgabe hier. Leute, der sagt ein Schnäppchen, Alter. Ein Stack, Junge, das ist übelst viel. Aber ich sag euch ehrlich, wenn man wahrscheinlich so reich ist wie der Typ, dann juckt's den wahrscheinlich gar nicht. Alter, das wäre so heftig, wenn wir das Auto verkaufen würden. Ja, also, hätten Sie denn Interesse daran grundsätzlich? Ja, ich hätte daran Interesse. Ein Stack, das können wir gerne machen. Warte mal, ich hol mein Chatbuch raus hier. Mein Gott, Leute. Ist das wirklich ein Stack, Leute? Kann ich Ihnen bar geben? Einfach so? Ja, einfach so, danke. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Hennessy-Auto. Ich danke Ihnen. Jetzt werden meine reichen Freunde sehen, wer der Reichste ist. Ja, ciao. Natürlich. Empfehlen Sie mich weiter. Ey, Leute, das ist ja unnormal crazy, Junge. Ey, wir haben einfach schon das erste Auto verkauft. Okay, wir müssen auf jeden Fall schnell nachrüsten und müssen noch ein Auto reinstellen. Komm, wir machen hier den Bentley noch, Leute. Das Bentley ist natürlich auch ein sehr, sehr krasses und teures Auto. Und da kommen ja auch nur die teuersten Autos rein. Ich finde, der Bentley passt auch ganz gut. Ist doch mal so ein bisschen so ein Wochenendauto. Wir werden jetzt die Karten einmal hier rausnehmen. Und dann müssen wir natürlich hier, weil das Autohaus muss immer voll sein. Also hier musst du immer, zack, immer und so. Aber hier kommen auch nur die besten Autos rein. Also wenn wir später nachher keine guten Autos mehr haben, werde ich natürlich neue kaufen. Aber jetzt steht hier der Bentley auch sehr geil. Boah, ey, das ist so nice, was wir hier gebaut haben. Und ihr habt auch gesehen, wie schnell wir das erste Auto verkauft haben. Hä, was ist da drüben los? Oh, das ist Alphastein, Leute. Der will vielleicht ein neues Auto kaufen. Das wäre natürlich auch ein guter Kunde. Ey, Alfi, was geht? Wow. Hey, wo ist hier der Service? Ich will ein Auto kaufen. Ey, Alfi, ganz locker. Du willst ein Auto kaufen. Ja, direkt mehrere. Ich will das Auto hier einmal, das Auto und das, den Lambo. Leute, ich glaube, Alfie übertreibt ein bisschen. Der hat wahrscheinlich nur die... Das sind wahrscheinlich die einzigen beiden Blöcke, die er besitzt. Die zwei Spektralblöcke, die er in der Hand hat. Mehr besitzt er gar nicht und damit macht er jetzt einen dicken Wachsen. Was ist das denn hier? Nimm mir gleich und nehme ich auch noch mit. Hier. Alfie, aber wo hast du denn so viel Geld her? Einen Block habe ich einmal den hier und dann habe ich auch einmal den Block. Also ich würde gerne mit das Auto hier bezahlen. Alfie, zwei Blöcke ist das nicht wert. Das ist ein bisschen mehr wert. Ich habe richtig viel Geld stehen. Ich habe noch viel mehr auf der Bank. Es ist nur das, was ich abgehoben habe. Ach, du hast noch viel mehr Geld auf der Bank. Alfie, würdest du denn sagen, dass du Millionär bist? Ich bin Multimillionär, Stani. Ja, dann komm mal mit. Dann ist das Autohaus nichts für dich, Alfie. Das Autohaus ist viel zu billig doch für dich. Ja, stimmt. Das ist noch teures, oder was? Ja, guck mal hier, das ist mein Millionärsautohaus hier drüben. Wow. Ja, 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 guck mal hier, gibt's richtig krasse Autos. Aber man kann hier nur rein, wenn man Millionär ist. Und zwar, falls du Millionär sein solltest, kannst du nämlich diese Kiste hier öffnen. Ich bin Millionär, ich mach die Kiste locker auf. Warte mal. Ja, Alfie? Ich, ich glaube, die ist ein bisschen verschlossen, Stani. Die geht nicht auf. Da ist irgendwas verklemmt. Alfie? Da ist was verklemmt, Stani. Die geht nicht auf. Du bist nicht... Alfie, du bist nicht mal Millionär.
Guck mal, der Block liegt drauf, deswegen kann ich nicht aufmachen. Der Block ist so schwer. Ja, ich nehme den runter, Alfie. Alfie, ich kann dich da leider nicht reinlassen ins Autohaus. Stopp, ich bin Multimillionär. Mach dir auf. Nein, mach ich nicht, Alfie. Das ich bring viel Geld. Das ist Autos kaufen. Nein, sorry, das ist nur ein Autohaus für Millionäre. Es tut mir leid, bring Alfie. Bring halt ein. Ja, das wird dir nichts bringen. Das sind Rainbow-Schutzgläser. Also, das bringt nichts. Ja, 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 Alfie. Das ja, sind ja richtig stark. Guck mal, wie lange das dauert. Ja, ja, da kannst du vergessen, hier reinzukommen, Alfie. Das war's gewesen. Aber guck mal, Alfie, wenn du ein richtiger Millionär bist, kommst du nämlich rein. Zack. Und ich bin drinne. Lass mich auch rein. Ich bin hier. Nein, Alfie, bitte verschwinde. Ich will nur Rache geben, schon den Laden wird in die Luft gehen, warte. Wie die haben alle klauen. Alfie, du hast dich lächerlich, du Loser. Tschüss. Oh mein Gott, Leute. Junge, Junge, Junge. Alfie, Junge, ist einfach ein Poser, Leute. Er ist nicht mal Millionär, das war mir aber schon klar gewesen. Hör, das ist ja Ente. Ente! Mr. Stoddy, was geht? Ente, ich geb dir jetzt, du hast jetzt die Leitung hier erstmal von diesem Schmalspur-Autohaus. Hä, wieso hab ich jetzt sofort mit die Leitung? Ja! Ja, du hast die Leitung, weil ich geh ins Millionärs-Autohaus, Ente. Hau rein! Millionärs-Autohaus? Seit wann haben Sie das? Ja, Mr. Stoddy! Das ist jetzt neu, Ente. Ich will da auch mal rein, so Mr. Stoddy. Machen Sie die Tür auf, bitte! Ja, Ente, du kannst hier durchs Fenster gucken. Aber ich will auch mal reingehen, das sind ja kranke Autos drin, bitte! Ente, wenn du dürfst nur rein, wenn du Millionär bist, da kannst du an die Kiste gehen da vorne. Ich verdiene nicht so viel bei Mr. Stoddy. Ja, aber Ente, dann kann ich dich auch nicht reinlassen. Ach, das ist doch Quatsch, ich bin doch Mitarbeiter, warum geht die Kiste nicht auf? Tja, Ente, es tut mir leid, Ente, ich kann dich leider nicht reinlassen. Mr. Stoddy, ich geh jetzt trainieren und dann werde ich die Kiste öffnen. Ja, das bringt nichts, Ente, weil, Das bringt nichts, warte kurz, ich komm gleich wieder. Ja, okay, Ente, ich warte auf dich. Also, keine Ahnung, Leute, da kann Ente noch so stark sein, wie er will. Es bringt nichts, weil man muss auf dem Kontostand mindestens 1 Million Dollar haben. Ansonsten kommt man hier nicht rein, weil Schmalspur-Leute wollen wir hier einfach nicht haben. Und da kann ich auch bei Ente leider keine Ausnahme machen. Sag ich euch so, wie es ist. So, Wo bist du, Stoddy? Oh, Ente. Ente, Junge, du kommst trotzdem nicht rein. Ich werde jetzt die Truhe aufkriegen mit meiner Muskelkraft. Ja, Ente. Warum geht das nicht? Hey! Ja, Ente, das Hallo? Ente, das bringt nichts. Hier, geh ins alte Autohaus. Ich werde Nein, ich geb dich auf, Mr. Stoddy. Ich geb dich auf. Ente, ich werde jetzt hier noch die krassen... Ente, gib mir mal einen Burger, ich hab Hunger. Ich werde jetzt hier noch die krassen Autos abbauen. Und dann passt du auf das Autohaus auf, okay? Ich gebe ihm einen Burger, Mr. Stoddy. Wisst ihr, was ich ihm auch gebe? Gib mal einen Burger, Ente. Ich gebe ihm ein Duell. Wir müssen ein Lucky Block Duell machen. Wie Lucky Block? Du hast doch Auto-Lucky Blocks? Ja, 60 Stück an der Zahl. Okay, Ente. Und was soll das Duell sein? Wenn ich gewinne, dann bekomme ich die Leitung des 9-Millionärs-Autohauses. Sie müssen vor der Haustür warten. Boah. Aber wenn ich gewinne, kriege ich alle Lucky Blöcke. Aber die habe ich doch jetzt schon aufgebaut. Ja, aber alles, was drinne war. Ja, okay, machen wir. Boah, Leute, das wäre auf jeden Fall echt krass, wenn wir so ein Lucky Block-Duell machen, aber ich werde eh gewinnen. Okay, Ente, gib 30 Stück her, komm. Hier, für Sie. Okay, Ente, und also wer den besseren Loot hier draus bekommt, warte mal, ich mache mein Inventar leer. Ich pack mal kurz hier meine Autos einmal weg hier. Das ist einmal, die werde ich mal kurz vorm Millionärs-Autohaus stellen, Leute, die beiden Autos. Weil, dass die Leute auch direkt sehen, hier krasse Autos. So, zack, eins kommt hier hin. So, guck mal, Ente, wie das aussieht hier, Junge. Boah. Okay, Ente. Oh, ich will da rein. Platzier mal einen Lucky Block und wir machen jetzt, wer immer das Bessere rausbekommt, ne? Und der kriegt mehr Punkte, okay? Okay. So. Oh, besser, McLaren. Nein, Ente hat schon McLaren bekommen. Platzier den mal, Ente, dass wir den auch sehen immer. Okay. Ja, ich hab den McLaren. Okay, erster Punkt geht an Ente, Leute. Oh, ey, nein. Ja, Netherite! Bro, 2-0 für Ente, Leute. Ich habe nur Geld bekommen und Ente hat Netherite bekommen. Oh, Netherite, okay. Netherite, okay. Immer noch 2-0 für Ente. Na, oh, 2-0 für Ente, okay. Oh! Nein! 2-1 für Stoddy! Let's Gar go! Nein! Oh, ein BMW i8, Ente. Das heißt unentschieden 2-2. Oh, bitte. Dann Red. Nein! 3-2 für Ente. BMW i8. Okay. Ich muss was Besseres ziehen als ein BMW i8. Nein! Polizeiauto.
Ja, aber ist Polizeiauto krasser? Kommt drauf an. Ich würde sagen, i8 ist krasser. Ich sag dir ehrlich, Ente. Ja. Okay. 4-2 für dich, Ente. Okay. Erde. Oh, Erde. Ich habe auch Erde. Okay, weiter, Ente. Erde, nein! Oh mein Gott, ich habe BMW X6M bekommen. Das heißt, Ente, es steht wieder 3-3. Let's go. Okay, was hat Ente drin? Erde. Nein. Oh, Ente, ich gehe in Führung. Ente, es steht 4-3 für Stani. Also es steht gerade 1-0 oder 4-3, sagen wir einfach. 4-3 für mich. Oh. Ja, und die RS3. Okay, RS3 ist nicht so gut, sag ich ehrlich, aber... Nein, 4-4, Ente. GG. Okay, ich wünsche dir viel Pech, Ente. Dead red. Nein! Oh, ich habe ein Auto bekommen, Leute. Sogar den neuen Escalade. Haha, Ente. Mann. So, 5-4 für mich, Ente. Komm schon. Nein, Erde. Nein, auch Erde. Okay, weiter. Ja, Ferrari. Bro, das einzige Auto, was krasser ist, wäre der SVJ. Ja. Ja, was machst du hier, Ente? Wie stellst du das hin? Okay, ich glaube, 5-5 steht's, ne? Ja. Okay, weiter, mach auf. Erde? Ja! 6-5, okay. Erde? Nein! Auch ein Ferrari! Junge, ey, Leute, ich mach grad so viel Plus. Ich mach so viel Plus gerade. Warum hab ich die Blöcke nicht selber behalten und verkauft alle? Ente, ich hab gerade 7-5. Komm schon. Alter BMW! Boah, der ist schlecht. Nein, aber besser als Erdeblöcke. Okay, er steht 7-6. Komm schon, bitte! Bitte! Erde! Nein. Oh, auch Erde! Oh. Okay. Dead right! Nein! 7-7, Ente! Das sind die letzten 10 Blöcke! 7-7, okay, krass. Gar nichts! Hört, da kommt nichts raus! Noch ein Ferrari. Nein! Ja, das war's, Ente. Das war's. 8-7 für mich. Erde? 8-7 immer noch? Geld! Bitte, Netherite. Bro, was? Was hast du für Cheater? Oh mein Gott, Ente. Also jetzt steht's 9-7. Unmöglich, Netherite. Ja, ist besser. Quad Nein, ist besser. Das ist doch unmöglich. Quad ist besser, Leute. Ente. 9-7. Das schaffst du nicht mehr. Doch, das schaffe ich. Jetzt hab ich Glück. Erde? Wieder Auto. Erde ist besser. Nein, Ente. 10-7. Nee, 10-6 oder so. Schaffst du nicht mehr, Ente. Quad? Ja, besser. Nein. Also, Bro, wieder besser, Leute. Wieder besser. Geld? Okay, Erde, okay. Ja, Ente, schaffst du eh nicht mehr. Schaffst du eh nicht mehr, Ente. Nein, ja, da kam eh nichts mehr Ente. Raus. Du wirst nie in dieses Autohaus kommen und danke, Ente, für die ganzen neuen Autos, Nein, die du mir hier geschenkt hast. Nein, bitte! Oh, wie teuer waren? Hast du dein ganzes Geld für diese Lucky Blöcke ausgegeben, Junge? Die waren ja richtig teuer gewesen. Dann fahr ich einfach mit dem Polizeiauto durch die Wand. Ey, Ente, hör auf damit. Ente! Ich nehm einen Lauf. Ente, hör auf durchzudrehen. Ich warne dich. Was dann? Ich werde das der Polizei melden, Ente. Oh, okay, ich gehe wieder an die Arbeit im Schmalspurautohaus. Ja, geh ins Schmalspurautohaus. Guck mal, das ist auch cool, dass du jetzt da die Oberhand hast, dass du jetzt quasi die King-Ente bist. Aber das, ja. Aber das ganze Geld, was du hier verdienst, krieg ich. Ich weiß, Mr. Stunny. Ja, sehr gut. Oh mein Gott, Leute, mit dem Millionärsautohaus werden wir so viel neues Geld verdienen. Ente macht jetzt das Schmalspurautohaus. Ich würde mal sagen, Leute, wir haben absoluten Jackpot, noch mehr Autos. Vielleicht werde ich das hier auch noch ausbauen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr hiervon sehen wollt. Leute, das war's gewesen. Tschö, meine.